Eisenrüstung und so. Haben wir jetzt eine Harpune dabei? Nein. Wir holen eine Harpune ab. Ja. Ich weiß nicht, die zweite Harpune, liegt die noch im Lager oder? Auf der Rückfahrt haben wir eine. Auf der Rückfahrt haben wir vielleicht auch wieder ein großes Boot. Wenn die Sachen dann noch schwimmen. Ja, ja, Holz schwimmt oben. So Eisennägel, aber wahrscheinlich nicht. Ja, doch, 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 doch. Na gut, wir sind ja auf Land kaputt gegangen. Das heißt, vielleicht ist das ganze Material einfach noch da liegend. Mhm. Vor allem ist es dann nicht so tief, selbst wenn es unter Wasser liegt. Mhm. Ja, da könnte man vielleicht rankommen. Fühlt man sich doch echt wie ein echter Wikinger. Der Raid hat ist hat nicht geklappt. Fahren wir noch mal rüber und raiden noch mal. Genau. Nur dass die Engländer früher weniger Deskitos hatten. Heute wird den Zuschauern richtig was geboten. Wunderschönes Nichts, eine Schlange, jede Menge Tote, nackte Wikingerhaut. Ha. Wir hatten nicht nur wunderschönes Nichts, wir hatten nichts und wunderschönes Nichts. Und Extratote. Vergisst nicht die Extratoten. Und wir waren darauf vorbereitet, weil wir haben schon ein Schiff gebaut gehabt. Ohne dass wir wussten, dass wir da sterben. Wahrscheinlich könnten wir auf jede Insel ein Schiff stellen, aus Sicherheitsgründen. Ja. Bevor ich es vergesse, hier unten steht auch ein Schiff. Da steht auch ein Schiff. Oh. Da. Ah ja, stimmt, das habt ihr ja jetzt genau gesehen. Dann hast du auch da abgestellt. Nur damit die anderen auch wissen, wo das zweite, dritte Schiff ist. Also, das eigentlich allererste Schiff, sagen wir es so. Das fehlt noch, dass das Golis und Aris sich dann auch noch im Lester-Chat mit einschwingen, ja. Wundert mich eher, dass sie es noch nicht haben. Wundert mich eigentlich auch. Ja, das ist... Hä? Wo ist der Lester-Chat? Auf dem Discord von 79er. Du weißt davon nichts, weil du selten bei Valheim mit einschaltest. Ich hab mich noch nicht Lester hören. Ne, wir hören die Lesternen ja nie. Die sind ja drüben bei mir im Discord. Also Biene, Blackie und andere Bösewichter. Das kannst du natürlich jederzeit ändern, wenn du das möchtest. You are welcome. Der liebe demnächst fast Mod Blackie wird dir garantiert weiterhelfen. Genau, als einer der Co-Lästerer. Und ich bin sicher, gutes Lift auch. Ob ich das möchte, so ist so die Frage. Ja, das, mit Blackie hält es nicht jeder aus. Ich kann das nachvollziehen, ja. Aber... Was? Ich wollte es halt angeboten haben, ne? Und die gute Nachricht ist, während ihr lästert, sind wir ja nicht da, also von daher. Genau,
Wir fahren ja Boot. Wir können während ihr lästert in Ruhe sterben. Möchtest du? Das ist ein unmoralisches Angebot, Blacky. Das ist ein sehr unmoralisches Angebot. Wie soll sie da Nein sagen? Ich kann nicht in jede Richtung gleichzeitig fahren. Noch Menno. Aber guter Versuch. Es sind nur zwei im letzten Channel. Naja, Qualität statt Quantität. Warum ist dann Blacky da? Lester und Schwester. Und wer ist jetzt was? Das müssen die noch auswürfeln. Ich dachte, das ist Dunkelwald, okay. Oh, da vorne ist eben. Du könntest mich ja so lange hier aussetzen und der Otter, der geht dann mal die Sachen holen. Aber wenn ich dich jetzt hier aussetze, dann kannst du schnell rüberrennen und die Sachen holen. Dann können wir zurückfahren und kannst ein Portal aufbauen. Ich mag dunkle Wälder. Stell dich nicht an wie Klitty, wir fahren da jetzt hin. Wenn wir verlieren, dann verlieren wir großartig. Da brauchen wir den Dex, dass er uns rettet. Nee, ich habe gerade seine Rüstung an. Hör auf. Also die Eisenrüstung, die Zweier. Ich glaube, das war mal seine. Sie riecht auch ein bisschen nach verbrannter Kohle. Ja, das könnte Dex sein. Also irgendwann mal ein Passwort erinnern. Ach, das kannst du zurücksetzen im Zweifel. Insel voraus, so fing das eben schon mal an, das Elend. Ich hab mal unsere Leichen gepinkt. Oh, das ist schön. Guck mal, vielleicht wollen die da rechts mit? Hättest du dich auf so einer Insel stranden können? Nee, die sind glücklich da. Das kann ja jeder, also die sind wirklich. Doch ganz glücklich da. Zurücksetzen ist für Anfänger. Genau. Nee, wenn, dann fangen wir komplett von vorne an. Wenn Harald jetzt noch vom Boot fliegt, weil er da rumkaspert, lache ich ihn aus. Ja. Warum stehe ich denn eigentlich? Das weiß ich auch nicht. Setz dich wie ein braver Wikinger auf deinen Platz und sei ruhig. Guck mal, die Insel hier vorne wäre auch ganz hübsch gewesen zum Auflaufen. Da gibt es sogar Wildschweine. Ich dachte mir, wenn ich schon im Boot sitze, kann ich mich noch ein bisschen bräunen. Mach das Lagerfeuer aus. Nee, er hat sich nackig gemacht. Heute Nacht heult er dann wieder, weil er Sonnenbrand hat. Ich fand jetzt würde ich da bis Nacht warten. Viel Spaß und gute Nacht. Alles klar, dann schlafen Sie gut. Und danke fürs Vorbeischauen. Ciao mit auf. Ja, ciao mit out, das ist unser Wahlspruch. Vor allem auch. Gut, dass wir Nacht ist, wenn wir da sind. Ja, da sehen wir am besten, wo die Gegner sind und können, sind am besten ausgeruht, nicht? Ja, definitiv. Nachts sind die Mücken auch viel lustiger. Wir können ja eine Runde drumherum kreisen, bis es Tag wird. Hat jemand eine Harpune dabei? Ja, vorne im Gepäck vom Otter. Muss noch schnell meine Leuchte holen. Ja, ich sehe Grabsteine. Oh ja, ich auch. Und jetzt wird es natürlich nebelig. Ich sehe keine Grabsteine mehr. Ich sehe sie. Klitke ist weg! Nee. Nein.
zu. Ich versuche mal langsam näher zu kommen. Ich höre sie schon wieder. Ja. Also da ist auf jeden Fall ein Kobold noch. Nice one. Oh, Gift wirkt gut. Kannst du wieder ich zurückfahren? Ich bin gerade zurück, ja. Oh, Gift. Also Gift macht richtig Schaden auf die Kollegen. Mhm. Jetzt ist die Leiter natürlich auf der falschen Seite. Ja. Hey, zwei Federn. Das. Meine Leiche liegt da drüben. Ich habe ja davon noch versucht, mich zu retten. Ja, dann. Bin angezogen. Komm an Bord. Ja, Boot, ich habe auch nach vorne. Du darfst auch gerne mal Gummi hier geben. Geht auch. Ja, du hast dich quasi ins Schneebiom versucht zu retten. Oh ja, und wäre dann dort vom Wolf erlegt worden. Aber Wölfe sind immer noch einfacher als Kobolde. Oh. Ja, das stimmt. Haben wir eigentlich die Sachen fürs Boot? Also ich habe das Edelholz. Und ich habe die Eisen. Kann ich alle helfen? Ich habe nichts. Komm an Bord. Hoffen wir, dass irgendjemand... Ich auch nicht. Der Skitos? Biene! Volkwar hat sie erlegt. Volkwar, wir sind auf der Rückfahrt. Das war jetzt... Das Glück, dass ich es gleich getroffen ja. habe. Was will der 79er von mir? Mach dem doch mal Platz, bitte. Deine Schokolade von Lind. Harald, weg da. Könntet ihr von der Leiter weggehen? Ja. Komm doch mal rein. So, festhalten. Ich sitz doch schon. Ich versuche jetzt mal hier wegzukommen. Wie das einzige, was ich irgendwie vom alten Boot gekriegt habe, war das Chitin. Na, immerhin. Ist doch schon mal was. Also fehlt uns was? Das ganze Boot. Die Hirschfälle. Die Eisennägel? Hab okay. ich. Okay. Und Edelholz habe ich auch. Okay. Ja, dann fehlt nur wohl der Hirsch. Und Portalzeug? Das habe ich nicht. Ich habe alte Rinde. Der Hirsch lag aber da. Der lag da, ja. Deswegen dachte ich, dass den einer von euch aufgenommen hat, weil der lag erst kurz da, dann war er weg. Nee. Also, doch, ich habe 10 Hirschfälle, ja. 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 Ich habe auch 40 alte Rinde. Du hast auch Hirsche. Oh, schönes Wetter, das könnte... Also ist nur das Portal flöten gegangen, oder was? Mhm. Naja, das wäre ja nun wirklich nicht schlimm. Haben wir das Portal nicht... Wo haben wir das hingestellt? Haben wir hier nicht irgendwo ein Portal hingestellt? Achso, das da. Nee. Haben wir das nicht? Genau. Also wenn ihr kein neues reingepackt habt, ist das Portal hier. Das
Hat irgendjemand das Portal da unten abgebaut, das WoW? Nö. Ja, dann steht's da noch. Ja, dann. Sag mal jemand Richtung an, wo sollen wir hin? Jemand noch groß Nahrung dabei? Ich hab Zeug dabei. Ich habe zwei Schwänze und eine Rübensuppe, glaube ich. Weil ich habe einfach mitgenommen, was noch da war. Das waren 5 Schwänze und 5 Würste. Ich habe eine Menge Zeug da, warum? Aber. So, ich habe da mal Zeug reingeschmissen. Ich habe notfalls noch 2 Fische dabei. Na gut, das sind aber auch nur Würste und Schwänze. Aber die hatte ich jetzt auf einmal mehr im Inventar. Die hat 2 Schwänze. Ja. Ich meine, ich habe ja auch noch 3 Schwänze. Ah, sie wird noch wach, ey. Komm her, dann kannst du gerne welche haben. Hauptsächlich zum Verschenken gekauft. Wie gesagt, sag mal jemand eine Richtung an. Ja. Ansonsten fahre ich jetzt gerade aus. Sie hat Schwänze zum Verschenken gekauft? Ja, vielleicht sollten wir zurückfahren, wenn wir kein Portal mehr dabei haben. Gut. Dann fahre ich mal zum nächsten Portal. Vielleicht können wir ja dann hier ein bisschen weiterfahren. Ja. Vielleicht sollten wir das WoW-Portal einfach abbauen fahren. Ja, aber da ist ein Sumpf daneben. Oder da. Und wir haben kein Eisen. Also doch, wir haben ein Eisen. Oh. Weil eigentlich war der Plan, irgendjemand geht Schlangen jagen und irgendjemand geht Eisen jagen. Und wo in den Plan kam das Stranden auf einer ebenen Insel? Schlangen jagen. Gar nicht. Mit nur einem Ort darf ich auch nicht zuhören. Ach was. Ich baue nebenbei Ikea auf unter moralischer Unterstützung von Blacky, außerdem deshalb wir fleißig. Ja, das ist glaube ich okay. Die schraubt also an Alex rum. Hier schraubt Alex. Türe auf. Für ein bisschen Horrorshow. Ja, das bestätigt sie. Ich bin immer traurig, nicht auf Markus sitzen zu können. Irgendwas ist immer. Wieso wird mir einer von euch hinter uns angezeigt? Das ist Klitty, der hängt dir immer ein bisschen. Ja, Klitty ist gerade verschwunden. Schon? Ja, dann musst du mal bremsen. Ich habe mir jetzt erstmal die Stelle gemerkt. Aber wir wissen ja, wenn er sich nicht bewegt, ertrinkt er nicht. Ja, und dockt Schlangen an. Liebe mein Internetarm. Ja, das kann ich nachvollziehen. Aber lass dir ruhig Zeit, wir haben eh Gegenwind.